Ja, das ist eine riesengroße Fanfreundschaft. Wir pflegen die, wir betreuen die. Aus dem Grund sind wir auch hier. Wir sind aus Erlangen heute Nacht um 2 Uhr gestartet, damit wir den Sonderzug bekommen. Wir sind mit dem Sonderzug angereist, von der UN organisiert, eine tolle Geschichte. Und jetzt sind wir hier in der Kneipe und es ist saucool. Wenn ich nach Nürnberg fahre, ich bin 25 Jahre oder 30 Jahre schon nach Nürnberg, ich habe noch nie ein Hotel gebraucht. Also wir schlafen da bei Kollegen und ich habe auch heute bei mir 7 Nürnberger, die ich gar nicht kenne, die heute Abend bei mir schlafen werden. Gelebte Fanfreundschaft. Er ist über die Jahrzehnte gewachsen, aber es hat niemals aufgehört. Es lebt immer noch und das ist das Geile. Zwar war nach dem Spiel, ich glaube 2014, da hat der FCN leider die Klasse nicht gehalten und im Nachhinein waren Fans sehr traurig. Ich nur als kleiner Bub habe mich dann da hingestellt und gesagt, wird schon, und hatte mir seinen Schal geschenkt. Und fand ich eine geile Story. Bedeutet mir sehr viel, ich habe dir den Ehren noch, den Schal. Falls der Typ mich jetzt sieht, dein Schal ist bei mir in Ehren. Wir kennen uns seit 20 Minuten. Ja. Und wir sind aus Nürnberg, wir kennen uns null aus. Er hat uns am Bahnhof aufgegabelt. Ich komme aus Böblingen. Hat uns hierher geführt. Also, total super. Genauso wie man es vorstellt. Ein Nürnberger kommt hierher, er kennt sich null aus. Ein Schalker steht da und sagt, komm mit, ich nehme dich mit. Total super. 20 Minuten Freunde ein Leben lang. Genau.